So, ihr habt euch also für folgenden Weg entschieden, und zwar, dass wir die Reise alleine antreten werden. Deswegen würde ich auch sagen, du hast recht, ich werde mich alleine durchrätseln. Ich verstehe, wir bleiben in Verbindung. Ich schicke dir eine Karte. Bis dann, Indy. Ja, und tschüss. Und auf geht's. Ja, und als erstes würde ich sagen, ich überlege gerade, fliegen wir doch mal. Oh, es ist echt schwer, weil ich gerade überlegen muss. Ich würde sagen, wir fliegen erstmal nach Monte Carlo. So, und ja, da haben wir ihn schon mal. Nur einen Moment bitte, der Herr. Monsieur, Verzeihung, wir sind ja hier in Frankreich, in Monte Carlo. Sind Sie Alain Trottin? Oder Alain Trottin? Vielleicht, wer fragt? Ich bin Dr. Indiana Jones vom Barnett College. Jones, Jones, Jones. Ich glaube, ich habe von Ihnen gehört. Ja, natürlich. Der berühmte Archäologe. Der bin ich. Und ich bin Trottin. Amateurgelehrter, Albtragsprophet, Poet, professioneller Träumer. Ja, das bin ich. Was können Sie mir über Atlantis erzählen? Das hängt ganz davon ab. Um zu beweisen, dass Sie würdig sind, beantworten Sie diese Frage. Wann wurden die vielen Monster geschaffen? Gut, das ist nämlich ein Textteil aus dem Buch, den wir gelesen haben. Und zwar, als die Himmelssphären gut ausgerichtet waren. Ja, exzellent! Offensichtlich kennen Sie Platos Dialog sehr genau. Ich persönlich glaube, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber mein Name ist unter Antiquitätenhändlern gut bekannt. Vielleicht wird Ihnen meine Visitenkarte einmal weiterhelfen. Schauen Sie doch mal bei mir rein, wenn Sie wieder in der Stadt sind. Und nun, au revoir. So, gut, ich glaube, das hat jetzt noch nichts gebracht, aber mal schauen. Fahrer zum Flughafen, bitte. Dann fliegen wir nach Algier. In Algerien. Gucken wir mal, kann der Bettler uns was sagen? Hallo da. Ah, ein wohlhabender Amerikaner. Schon mal von Atlantis gehört, alter Mann? Atlantis? Atlantis? Nein. Wissen Sie, wo Omar al-Jabbar lebt? Omar ist einer meiner besten Kunden. Allerdings ist seine Adresse nur wenigen Menschen bekannt. Was machen Sie hier auf der Straße? Ich bin ein Bettler, Effendi. Es ist mein Job, hier zu sein. Nun, lass mich wieder meiner Arbeit nachgehen, bitte. Armer Mann. Aber okay. Weiter geht's. Ja, aber derzeit ist alles so leer. Markt ist auch zu. Oh, hallo. Bist du Omar al-Jabbar? Entschuldigen Sie. Wie kann ich Ihnen helfen, Effendi? Sind Sie Oma? Sie meinen Mr. Al-Jabbar? Das ist ein guter Witz, Effendi. Ich bin sein treuer Diener Paul. Paul Abdul. Ich suche Atlantis. Viel Glück. Na toll, danke. Wie viel kosten diese Pötte da? Wenn Sie fragen müssen, können Sie sie sich auch. Wenn Sie fragen müssen, können Sie sie bestimmt auch nicht leisten, Effendi. Nein. Können Sie ein Treffen mit Mr. Al-Jabbar arrangieren? Arrangieren natürlich. Ich denke schon, Effendi. Aber mein Meister kümmert sich selten selber um Kunden. Warum sollte ich ihn belästigen? Ich möchte etwas verkaufen. Das klingt doch schon plausibel. Will das nicht jeder? Sie müssen mir schon einen besseren Grund liefern.
Ich glaube, da hilft uns die Visitenkarte weiter. Entschuldigen Sie? Ja. Das hier könnte Sie interessieren. Ah, die Visitenkarte vom Monsieur Trottier. Das ändert natürlich alles. Vielleicht wird Mr. Al-Jabbar doch mit Ihnen reden. Warten Sie hier, bis ich wiederkomme. Okay. Aber wir folgen ihm einfach mal hinterher. Da ist er ja. Ne, das sind wir. Es ist auch ein bisschen schwierig, bei so vielen Leuten hier den Diener zu finden. Aber hier ist ja auch jemand unterwegs. Ein Mann mit Fez. Mal gucken. Oh, hallo. Du da du. Einen Augenblick bitte. Hm? Netter Fez. Oh, vielen Dank. Sind Sie zum Fest hier? Fest? Welches Fest? Nun, das Fest des Lebens natürlich. Nein, aber Ihr Hut ist nicht schlecht. Mögen Sie ihn wirklich? Er ist besser als ein Schlag auf den Hinterkopf, wenn Sie mich fragen. Und ich spreche aus Erfahrung. Oh, ja, natürlich. Warum finden Sie ihn so besonders? Er strahlt so etwas Fröhliches aus. Aha, Sie sind ein scharfer Beobachter. Mit einem Fez stimmt man sich auf ein Fez an. Ha, ein. Ha, ha, ha. Jetzt sind Sie sicher neidisch, wie? Ich bin ein wenig frustriert. Das kann ich sehen. Sie quälen sich selbst, weil Sie sich das Unerreichbare wünschen. Hier, nehmen Sie mein Fez und genießen Sie das Fez-Tival. Ja, also vielen Dank. Keine Ursache. Gerade der Akt des Verschenkens hat mich auf eine höhere Stufe des Festivals gehoben. Eines Tages werden Sie verstehen. Schönen Tag noch, Ihr Fendi. Okay. So. Was das jetzt bringt, zeige ich euch gleich mal. Da. Hier. Mr. Al-Jabbar sagt, es täte ihm leid. Aber er kann sie zurzeit nicht sprechen. Na gut, dann geben wir ihm das gute Stück doch mal. Als Geschenk, ja, einfach so. Entschuldigen Sie. Ja, das hier könnte Sie interessieren. Was soll ich mit einem Fez? Ach, was denn? Einfach tragen. Das ist so eine Glücksfrage, denn das Spiel generiert sozusagen in dem Moment ja die... Also wir kriegen ja halt diese drei Aussagen. So, und er wird nur auf eine Aussage positiv reagieren. Bei den anderen wird er sagen, nö, deswegen nehme ich das gute Stück nicht. So, und wir müssen jetzt herausfinden, welche Aussage ja ihn überreden könnte. So, wir versuchen mal die erste. Keine Frau kann einem Mann mit roten Fez widerstehen. Ich bin ein glücklich verheirateter Mann, Sir. Ja, da haben wir es schon mal. Also das war schon mal kein gutes Argument gewesen. Entschuldigen Sie. Ja. Das hier könnte Sie interessieren. Das hatten wir alle schon. Ja, ja, ja. So. Wir versuchen mal die dritte Antwort oder Aussage. Er lässt die Größe aussehen. Ich bin mit meiner Größe recht zufrieden. Danke sehr. Sowas mag ich überhaupt nicht. Aber okay. So. Dann halt die zweite. Das ist ein Glücksbringer, Fez. Jetzt, wo Sie es erwähnen, ich könnte etwas Glück gebrauchen. Danke sehr. Ja, und jetzt ist er damit recht auffällig, wie ich finde. Naja. Werdet ihr gleich sehen, warum. So. Könnten Sie noch mal nach Mr. Al-Jabbar sehen?
Nun, Sie kennen Trottier persönlich. Vielleicht habe ich meinen Herrn die Sache nicht gut genug erklärt. Na, warten Sie hier, bis ich wiederkomme. Tschüss, Sie Trottel. So. Wie bitte? Das geht so nicht. Gut, ist übrigens egal, ob wir ihn jetzt so direkt hinterherlaufen oder gleich so gehen. Wir kommen sowieso gleich wieder auf diese Karte. Und jetzt können wir ihn hier sehen. Da läuft er jetzt rum und wir müssen ihn unauffällig folgen. Wichtig ist, dass wir ihn nicht aus den Augen verlieren. Weil sonst sagt Indy, jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen. Und vor allen Dingen erst dann, vor allen Dingen, wenn er dann das Haus von Trottier, also von Trottier wollte ich fast sagen, von Al-Jabba erreichen sollte. Ah, der Diener versteckt sich in diesem Haus. Also, dieses Haus hier, okay? Ist mir egal, wen er kennt. Ich will ihn einfach nicht sehen, verstanden? Ja, Sir. Aha. Dr. Jones nehme ich an. Was für eine unangenehme Überraschung. Soll ich diesen Ungläubigen beseitigen, Mister? Oder Meister, Entschuldigung. Das wird nicht nötig sein, Paul. Sei ein braver Junge und alarmiere die Polizei, während ich unseren Gast ein wenig unterhalte. Aber über deine Strafe reden wir später noch. Nun. Ich hatte ja keine Ahnung, dass der berühmte Indiana Jones ein solcher Narr ist. So weite Reisen unternimmt, so viel riskiert auf der Suche nach einem Mythos. Es ist nicht nur ein Mythos, das wissen Sie selbst. Nein, lassen Sie uns darüber reden. Mein Haus ist Ihr Haus, zumindest bis die Polizei eintrifft. Ja, sehr netter Kerl, nicht? Oh, dann könnte ich mich ein bisschen hier umschauen, oder? Halt! Lass meine Sachen in Ruhe. Ach, wirklich? Das können Sie nicht tun. Mögen Skorpione euch eure Augen ausstechen. Hey da! Grrr. Ich möchte, dass Sie mir helfen, Atlantis zu finden. Meine Entdeckung verraten nach dem, was Sie mir angetan haben? Starkes Schloss an Ihrem Wandschrank. Ha, ich spucke Ihnen ins Gesicht. Einigen wir uns auf Unentschieden. Ich denke gerade jetzt wieder an Ritter der Kokosnuss. Sperren Sie mich ein, foltern Sie mich, töten Sie mich. Ich werde Ihnen nichts über Atlantis erzählen. Ich werde, ja... Helda, lassen Sie mich raus. Gut, ich meine, in der Rechtschreibung bin ich noch katastrophaler, aber sowas fällt mir schon auf. Welche Entdeckung? Die eine, die die Deutschen gerade untersuchen. Sie sind gerade draußen in der Wüste und graben an einem Vorposten des verlorenen Königreichs. Vielleicht hatten die Atlantaner hier eine Siedlung gegründet. Oder vielleicht sind sie hergeflogen. Lassen Sie mich heraus, dann reden wir darüber. Erzählen Sie mir mehr über diese Ausgrabung. Nicht solange Sie mich nicht rauslassen. Na gut, okay, du stehst drauf. Es war vielleicht nicht gut, aber danke sehr, Dr. Jones. Ich komme zurück und erzähle Ihnen alles über Atlantis. Soweit ich weiß, was die Polizei so lange auffällt. Ach, so ein Schwein. So. Mal gucken, was wir mitnehmen können. Wir könnten zum Beispiel das hier mitnehmen. Nur ein Stück Bambus. Das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Und das hier. So. Jetzt könnten wir mal versuchen, mal rauszugehen mit dem Kamel. Aber das wäre eine schlechte Idee, denn wir brauchen natürlich noch eine Karte. Warum?
Wir brauchen natürlich einen Hinweis, wo sich die Ausgrabungsstätte befindet. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo befindet sich denn die Karte? Oder wo kriegen wir überhaupt eine Karte her? Die Antwort ist, abgefahren. Und zwar befindet sie sich nämlich hier. Der Stab brach ab, aber ich habe die Karte. Das ist nämlich kein Tuch gewesen, das war nämlich eine Karte. Die einzige Markierung darauf ist ein großes X. Das heißt, die Karte ist auch noch recht vage. Wir wissen also nicht genau, also wir haben zwar die Karte da, aber die Karte sagt uns auch noch nicht hundertprozentig aus, wo sich die Ausgrabung befindet. Da müssen wir nämlich noch ein bisschen nachfragen. So, wir können übrigens, das ist auch ein kleiner Gag, dieses Kamel ist schon meilenweit gegangen. Na gut, Gag kommt gleich, Moment. Ärger, allein schon. So, der Leuchter. So. Jetzt reden wir mal mit den Nomaden. Oder beziehungsweise wir zeigen ihnen mal die Karte. Was können sie auf der Karte erkennen? Das X ist weit im Süden und im Westen. Danke für die Information. So, jetzt können wir uns nochmal den Kamel anschauen. Oder das Kamel. Also ich denke, es ist eher ein Dromedar. Okay. Also eigentlich sehen Kamele wie große Lamas aus. Oder schreibt man Lama mit zwei Ls? Nein, nur Menschen. Zum Teufel, es ist lediglich ein Kamel. Ich denke, ich nenne es George. Nur George das Kamel, wie süß. Hallo George. Ja, sehr putzig. So, es tut mir leid, aber Sie haben keine Genehmigung, die Stadt zu verlassen. So, im Übrigen, wenn man den Action-Part spielen würde, wären wir in dem Fall nicht von den Einwohnern hier gejagt, sondern von den Deutschen in dem Fall. Und es kann dazu kommen, dass wir gegen die Deutschen halt kämpfen müssen. Aber in dem Fall spielen wir ja den Rätsel-Part, das heißt, Kämpfe gibt es hier so gut wie gar nicht. So. Nur zur kleinen Info, also als kleine Info nebenbei, falls ihr noch nicht den Action-Part angeschaut haben solltet. Sie wagen es, mich aufzuhalten? Ich bin ein Offizier der Fremdenlegion. Und ich halte auf, wen ich will. Für wie viel würden Sie unser Treffen vergessen? Nun, dann, das hängt davon ab, was Sie anbieten können. So, und da haben wir ein bisschen was von diesem Omar al-Jabbar stibitzen können. Ich glaube, der wird es nicht vermissen wollen. Er wird es nicht bestimmt vermissen. Hier ist was für Sie, mein Bester. Eine seltene, schöne Kalksteinstatue. Nun, danke sehr. Gehen Sie in Frieden, Effendi. So, jetzt geht's weiter. Reiten wir mal dahin. Nein. Hey! So. Komm, schnell in die. So. Mal gucken, was der Herr hier sagt. Sie sind sehr nah an diesem Ort. Das X ist ein wenig im Norden und ein wenig im Osten. Ja, das ist doch schon mal eine sehr gute Information und mal gucken. George, reite wie der Wind. Nein, ihr kriegt mich nicht. So, scheint so, als ob ich die Kerle abgehängt habe. Sehr schön. Und ich würde sagen, bevor wir Richtung Ausgrabungsstätte gehen, mache ich hier erstmal Schluss und wir sehen uns dann in der nächsten Folge des Rätselweges wieder. Parallel, wie gesagt, schalte ich auch die Videos für die anderen Wege frei. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch natürlich die Videos von den anderen beiden Wegen mal anschauen. Bis dahin, also auf jeden Fall wünsche ich euch, dass wir das nächste Video dann zu sehen bekommen oder
ihr das nächste Video zu sehen bekommt. Auf jeden Fall eine gute Zeit und bis dahin sage ich erstmal auf jeden Fall Tschüss und bis bald.